Es macht Spaß darin, nicht nur zu schnüffeln, sondern einfach, also auch so zu lesen. Man muss ja nicht jedes Porträt lesen, wenn man den Eindruck hat, dass das jetzt nicht so interessant ist. Ich habe das am Wochenende gemacht und da sind ebenso 4 oder 5 Beobachtungen, die ich ganz, ganz, ganz kurz mitteilen wollte. Und gerade weil ich es am Wochenende zum ersten Mal übrigens ganz gelesen habe, weiß ich, wie schön das Buch ist. Und man taucht ein, ne, so könnte man das sagen, nicht bei allen, aber doch überwiegend in eine Welt, die so ein bisschen vergangen ist, eine alte Welt des Bildungsbürgertums, so wie man sie sich, so wie man das in den Nipperdice oder so etwas oder in den Guides, also den Historikern, die über dieses Bildungsbürgertum geschrieben haben, auch ein wenig vorstellt oder Buddenbrooks oder wen auch immer, die das in Romane so festgehalten haben. Also Bildungsbürgertum auch insofern, dass wir oft genug über irgendwelche Gelehrten geschrieben haben, deren Vater oder der Großvater oder der Urgroßvater auch schon Professor war. Und was so durch viele, viele dieser Beiträge geistert, also durch die Lebensgeschichten, ist das protestantische Pfarrhaus, ne, als eine Keimzelle oder als ein Zentrum oder Nukleus dieses Bildungsbürgertums, was mir als als orthodoxen Katholiken gar nicht einfach gefallen ist, das zu ertragen. Denn auch das wissen die Insider, dass ich ja ein sehr scharfer Kritiker des protestantischen Pfarrhauses bin. Ich glaube aber, der Studiendekan kommt daher. Ja. Also so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Und das ist das eine. Und wenn man dann so die alte Welt ist, auch in einem Punkt sieht man sie auch. Das ist zumindest, denke ich, bei jüngeren Professoren inzwischen nur noch wenig da. Es ist gewissermaßen die Tabakkultur, die Rauchkultur. Also die damaligen großen Denker waren exzessive Raucher, starke Raucher. Und das war dann ein Teil dessen, um vielleicht einen dritten Punkt zu nennen, der so, auf den man gestoßen ist in dieser alten Welt. Das ist diese Welt von Hausmusik, von Geselligkeiten oder auch noch dem Salon. Interessant dabei ist aber, dass gerade diejenigen Professoren, wir haben ja nicht nur über Professoren geschrieben, aber diejenigen Professoren, über die wir geschrieben haben, das waren ja in der Tat die meisten, die an anderen Orten auch noch gelehrt und gelebt haben, aber immer wieder darauf hingewiesen haben, in Göttingen ist das zwar alles, aber nicht doll. Ja, so, es gibt andere Städte, also wie Berlin oder Bonn oder Freiburg natürlich, Tübingen, in denen das sehr, sehr viel stärker ausgeprägt ist. Es wird sogar häufig beklagt, ein Mangel an Geselligkeit, ein Mangel an offenen Häusern, so einfach war das nicht. Die Göttinger, so hieß es immer wieder, verschließen sich doch sehr stark und viele von denen, die manchmal für ein Semester hier sind, die beklagen das ja auch immer ein wenig. Wobei ich auch zu denen gehöre, die eigentlich sich mehr abschließen. Also es ist trotz meiner katholischen Herkunft irgendwie doch was Protestant. Na egal, jedenfalls darauf wollen wir nicht zu stark eingehen. Der vierte Punkt ist, da weiß ich nicht ganz genau, ob das jetzt etwas ist, was völlig weg ist, aber ich glaube, es ist stärker weg. Also Professoren in dieser Zeit, über die wir geschrieben haben, Kaiserreich, Weimar und so noch bis in die 50er Jahre, hatten Junge. Ja, es waren Schulen, aber nicht nur einfach so, dass man so sagt, ja, ich habe bei Lösche studiert oder ich habe bei dem studiert, sondern man war in der Tat, es war ein Guru. Ne? Und so furchtbar viele, doch, bei euch bin ich immer noch, ne, Guru, aber es gibt nicht mehr so furchtbar viele Gurus, die ja auch ein bisschen was Sektenhaftes haben. Also bei einem, dem ich selber geschrieben habe, bei Husserl, merkte man, als dann der theoretische Vater, die Autorität, auf einmal sich von seinem eigenen Lehrgebäude abgewandt hat, das gewissermaßen hat die Orthodoxie seiner eigenen engsten primären Schüler richtig aktiviert und sie waren bitter enttäuscht. Also dieses, glaube ich, ist etwas weniger inzwischen da, weil wir einfach zu viele Studenten haben. Und damals waren es wenige und die lud man ins Haus rein. Das heißt also, so ein Doktorandenkolloquium oder viele Lehrveranstaltungen waren im Wohnzimmer oder sonst wo gewesen. Das wäre heute, glaube ich, rechtlich sogar schon undenkbar. Ne? Ich dürfte heute, glaube ich, niemanden einladen, würde man alle möglichen Probleme am Hals kriegen, also auch schon rechtlich. Ein anderer Punkt ist, der jetzt nicht unmittelbar damit zusammenhängt, also man fragt sich ja auch, wenn man also solche Porträts macht, man muss es ja zugeben, dass man sich immer fragt, warum wird jemand eigentlich Professor? Also wir haben, also als Professoren haben wir natürlich eine privilegierte Stellung, wir haben doch auch viel innere Souveränität, aber wir sind schon komisch.
Also weil man, und das ist vielleicht sicherlich damals noch stärker gewesen, weil man natürlich furchtbar viele Stunden ganz einsam vor sich hin ist, an irgendwelchen theoretischen Texten herumbrütet, die sonst kein normaler Mensch mit einem normalen sinnlichen Verlangen oder einem ganz normalen Alltag, in dem auch Sport, Körperlichkeit eine große Rolle spielt, in dem er sowas machen würde. Warum also wird einer Professor, wo hat er seine Energien, wo hat er seine Impulse her? Das ist eine Frage, die wir uns alle gestellt haben. Und man kommt tatsächlich nicht immer, aber doch in vielen Fällen darauf, dass die Kindheit, in der Kindheit wirklich was schiefgelaufen ist. Dass es da auch Krankheiten gibt. Psychische Defekte, auch Dinge, dass die Eltern, zwischen den Eltern und den Kindern. Und das ist eine wichtige Angelegenheit. Ne? Gerade wenn man so nach Leistung, nach herausragende, viele sind ja Jahrhundertgestalten, fragt, dann ist das nicht einfach so da, so irgendwo im Hirn und ein IQ, sondern es hat ganz, 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 ganz oft was mit Leidensgeschichten zu tun. Manchmal denke ich mir, das verbindet übrigens ja auch aktive, prononcierte Politiker mit Wissenschaftler. Also auch da muss was schiefgelaufen sein irgendwann, dass man das macht. Irgendetwas ist möglicherweise so, dass es einen so antreibt, obwohl man dann von allen Leuten sogar beschimpft wird und angeflaumt wird, obwohl man dann noch um 20 vor 8 oder um 4 vor 8 freiwillig hier in so ein Haus reingeht. Gut, aber hier wird sie niemand beschimpfen. Und man stößt natürlich auf diese Dinge, wenn man sagt, solche Erfahrungen, wie dass man so an den Rand gedrängt worden ist, dass man so ein Gefühl der Ausgrenzung hat, natürlich auch auf eben Juden oder Menschen, Professoren, Gelehrte jüdischer Herkunft, haben wir vorher auch gar nicht geplant. Wir haben jetzt also nicht gedacht, naja, wir müssen so ein Buch schreiben, es ist wichtig, dass wir dann auch ein bisschen Betroffenheit zeigen, historisch und so weiter, sondern es waren dann so viel. Und auf der einen Seite, und man könnte sagen auf der anderen Seite, und es ist verblüffend, wie radikal letztendlich diese Spektren sind, eben eine ganze Menge Lehrenden oder überwiegend die harte Deutschnationale waren, harte Monarchisten waren. Und trotzdem ist es nicht falsch, wenn ich sage, auf der einen Seite hier und auf der anderen Seite dort, weil natürlich eine Menge gelehrter jüdischer Herkunft bis mindestens 1918, meistens sogar bis in die frühen 30er Jahre, ebenfalls besonders gute Patrioten waren. Sogar sehr stark überkompensiert in vielerlei, auch Monarchisten waren oder auch Nationalisten gewesen sind. Und dass erst eben danach aus den bekannten Gründen anders wird und dann dieses Zusammentreffen nach 45 bis in die frühen 50er Jahre ist ein denkbar spannungsreiches und es ist, glaube ich, ganz interessant zu erfahren, wie man damit umgegangen ist, nämlich extrem verdruckst, indem beide Seiten überhaupt nicht darüber geredet haben, was vermutlich in der Situation schwer anders zu machen gewesen war, aber darüber wird man dann ja reden können. Allerletzter Punkt dazu, ich hätte jetzt gerne hier auch die Präsidentin oder irgendjemand vom Präsidium gehabt, haben wir natürlich nicht, wir haben immer Pech damit, aber es gibt unzweifelhaft gute Gründe, warum das nicht so ist, weil nämlich eins ist für mich quasi eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Galerie gewesen, wir haben hier unzweifelhaft ganz große Köpfe. Große Köpfe so der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die noch bis ins 21. Jahrhundert wichtig sind. Wir haben große Köpfe der Naturwissenschaft, der Geschichte. Aber es ist nicht Produkt oder Folge von Entwicklungsplänen oder Forschungsprogrammen oder wie heißt das, Profilbildung gezielter Art. Es ist rein zufällig. Und mehr noch, die allerwenigsten von den über 30 Leuten, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, können auch 40 sein, die wir hier vorstellen, die allerwenigsten sind von der Universität überhaupt erwünscht gewesen. Die Universität wollte sie nicht, weil sie entweder Juden waren, viele, ne? Ob Leipolds, ob Plessner, ob Husserl, ob deine Emmy, ne? Glaube ich, diese Mathematikerin, sie alle waren nicht, ich glaube bei ihr war es anders, waren nicht auf Listen, wurden vehement bekämpft. Also große Staatsrechtler, Philosophen und Soziologen wurden vehement bekämpft und wurden, jetzt mache ich aber keine Parteipolitik, ich will die jetzt auch nicht gefallen, weil dort ein Kultusminister in Preußen war, sogar zwei, man kann Becker nehmen, der keiner war aus deiner Partei, und ein anderer, der Adolf Grimme, weil die gegen die Autonomie der Universität diese Leute durchgesetzt haben. Ich habe keinen Zweifel, dass die Autonomie der Universität, es ist ja letztendlich eines der großen
Formeln einer Befreiung von den staatlichen Bürokratien Vorzüge hatte. Aber eben nicht nur. Hätte es die Autonomie der Universität bis 1933 gegeben, dann wäre Göttingen, muss man sagen, gerade in den geisteswissenschaftlichen Bereichen, eine ziemlich nazihafte Veranstaltung gewesen, in dem es kaum einen Juden gegeben hätte.